So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Ja, wir haben auch letzte Folge aufgehört, ne? Ihr seht, ich habe mich nicht bewegt und, ja gut, die letzte Folge ist auch für mich jetzt ein paar Sekunden her, für euch natürlich jetzt ein Tag. Wir sollten zur Höhle kommen, das sind wir natürlich und, wir werden jetzt mal da hoch... Oh, da hochklettern, dann werden wir natürlich mal gucken, was wir brauchen. Hui! Ja, super. So, ein Akt der Piraterie, meine Güte. Ich habe einen trockenen Mund, ich habe jetzt noch eine Schwalle getrunken. Dann wollen wir mal loslegen, ne? Wie geht's Mario? Oh, er schläft. Er hat eine seltene Blutgruppe. Und uns fehlen wichtige Medikamente, ohne die seine Überlebenschance nicht groß ist. Also weißt du, wir könnten vielleicht helfen, deinen Freund zu retten. Okay. Und was soll das kosten, Schmuggler? Ach komm schon, nur einen kleinen Gefallen. Warum habe ich das Gefühl, das bereue ich nochmal, hm? Gut, pass auf. Sieh dir das an. Ein modifizierter Panzer? Die Rebellen sagen, das Ding kann mehrere Raketentreffer ohne einen Kratzer wegstecken. Meine Theorie ist, sie haben die Bavariumstruktur so verändert, dass die Kohäsion seiner Energiematrix mit dem Material... Du bist sehr aufgeregt. Eigentlich solltest du nur wissen, dass das Ding unbezahlbar ist. Dieser Panzer ist also unzerstörbar. Klau ihn für mich. Find's raus. Jetzt wird mir alles klar. Ich besorg dir den Panzer. Und du besorgst Mario alles, was er benötigt. Das ist der Deal, mein Freund. Schick mir die Koordinaten. Wenn die immer alle wissen, wo das Zeug alles ist, warum besorgen sie sich das nicht selber? Stehe ich nicht. Naja, ich wollte mich nochmal ganz recht herzlich bei Coolmann LP bedanken, der mir geholfen hat, mein OBS einzustellen, dass ich damit draufnehmen kann. Halt und, durch, Mario. Ja, schaut doch mal bei ihm vorbei, ja. Link habe ich, glaube ich, jetzt nicht drin, aber man kann ja Coolmann mit, glaube ich, 3 O's ist das. Coolmann LP mal eingeben. Und dann werden wir mal schauen. Der Panzer ist Teil eines Armeekonvois auf dem Weg nach Pomere. Fang den Konvoi ab und kapere den Panzer, solange seine Schilder offline sind. Oh, ich hasse das. Hör auf zu lecken! Kein Problem. Das werden wir noch sehen. Ach komm schon. Einen schwer bewachten Superpanzer zu kapern? Was soll dabei schiefgehen? Du hast recht. Er ist noch gefährlicher, als wir bis jetzt dachten. Wie ist dein Status? Ich nähere mich dem Konvoi. Gut, der Panzer müsste dort irgendwo sein. Jetzt fährt er auf einmal los. Dann ist das sehr merkwürdig, ne? Ach, und übrigens, die Luke geht vermutlich erst auf, wenn die Schilde deaktiviert sind. Okay, wie stehle ich dieses Ding? Die Spulen unterbrechen die Sturmzufuhr, damit sie nicht blitzen. Alter! Dann hast du ein kurzes Zeitfenster, um ihn zu kapern. Da will wohl jemand unbedingt rein. Warte, bis der Schild offline ist. Okay. Das versuche ich, glaube ich, besser nochmal. Der Bavarium-Panzer wurde gestohlen. Alle Einheiten. Hol den Panzer von den Rebellen zurück. Nein. Ich hab den Panzer. Schick mir die Zielkoordinaten. Sind unterwegs. Ein Transportboot erwartet dich bereits. Es müsste einen Schalter zum Einschalten des Schildes geben. Sei aber vorsichtig damit. Die Spulen müssen sich
aufladen. Das heißt, der Schild schaltet sich automatisch ab. Oh Mann, ziemlich viele Kasten hier drin. Welche verfickte Taste war denn das? Und das N? Ich weiß also nicht, welche Taste das war. Ich weiß wirklich nicht, welche... Spreng die Brücke bitte erst, wenn wir drüben sind, Rico. Einen anderen Weg haben wir nämlich nicht. Ich hoffe nur, Mario lebt noch. Ja, er lebt. Ich halte meine Versprechen. Wie geht's meinem Panzer? Ziemlich beeindruckend. Alter. Nicht ins Meer. Wieso wirfst du ihn dann nicht selbst, hä? Das war gerade richtig mies. Und vor allem... Jungs, spart euch euren Schwanzvergleich für später auf. Konzentriert euch lieber darauf, den Panzer unversehrt hierher zu bringen. Weißt du, nicht jeder Streit unter Männern hat etwas mit Dominanz zu tun, Annika. Eine Studie von 2009. Aua, mein Panzer ist gleich kaputt. Ich finde das nicht so toll. Oh, der Panzer ist gleich richtig kaputt. Gleich geschafft! Und der Panzer ist fast hinüber. Und dafür muss das Boot da drauf stehen bleiben. Ich hab's damals einmal gehabt. Da habe ich die Missionsmittel. Fahr den Panzer auf das Boot. Sachte. Ich fahr den Panzer jetzt auf das Boot. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt hier drauf fahre. So sachte wie möglich. Ja, und dann kann es natürlich sein. So, geschafft. Panzer ist zwar fast hinüber, aber okay. Geschafft. Ich würde sagen, ich habe ja gesagt, wir müssen noch mal rüber in die andere. Da ja hier drüben noch haufenweise ist, ihr seht ja, hier ist noch eine riesengroße Basis. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt noch frei. Die hatten wir schon befreit, ne? Kann ich eine Schnellreise? Da kann ich eine Schnellreise machen. Das machen wir. Guck ich mal, ob ich so einen Teil noch kriege, dass wir eine Schnellreise machen können. So eine Fackel. Ach du Heiliger. Ich würde sagen, wir fangen hier mit der... Ich würde sagen, wir fangen hier mit der kleinen Stadt hier an. Da ist ja nicht viel. Würde ich sagen, das machen wir jetzt ganz, ganz flink. Dann haben wir das zumindest mal. Dann schauen wir mal, was wir hier alles wegmachen können. Was haben wir denn? Ach, ist ja gar nicht so viel. Schnauze. Das leckt. It's showtime.
Ah, hör da auf zu lecken, ey. Das geht mir auf den Sack. Warum leckt denn das so? Sofort. Oh, war ich das? Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch. Und ich bin müde. Ja. Ein Benzintag weniger, ein Problem weniger. Richtig. Eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Wir Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. So. Wir Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Kein Problem. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Dum, 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 dum. Ein von zwei Rebellen rufen. So, also was? Ne? Was ist denn das andere? Stimmt, da ist keiner. Nicht? So ein Trottel. Du kannst. Ganz kurz einen Überblick verschaffen. Ist doch bloß das eine. Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Ein von zwei Rebellen rufen, habe ich doch gemacht. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Mit was du hast. Also ist jetzt nicht, wo ich hin. Ach da! Wie gemein. Ganz kurz hier rüber gibt's Leuchtfackeln. Dann sind wir dran. Gehen wir mal die Flagge hissen. So, Flagge hissen. Das kannst du wissen. Ich würde sagen, das große Objekt, was wir noch auf der Karte gesehen haben, mache ich dann in der nächsten Folge. Da ich weiß. Da ich nämlich weiß, dass es verdammt lange dauert. Oh, da liegt eine Leiche. Wir gucken mal, was können wir denn noch befreien? Immer noch so viel. Hier ist noch eine große Stadt. Ich würde sagen, das war die, die wir am Anfang sowieso schon hatten. Und ich würde sagen, da wandern wir jetzt gleich mal hin. Das machen wir mit dem Wingsuit, oder? In die Richtung, okay. Jo, danke, welche haben. Es wird Zeit, dass Costa di Ravello einen neuen Namen bekommt, meine Brüder und Schwestern. Nennen wir es Costa di Pace oder Costa di Revolution oder Costa Rico. Ich lasse mir was einfallen, aber so oder so. Lang lebe die Revolution. Kann das sein, dass wir zwei in dem Länder sitzen? Oh, was haben wir denn da? Lehrt sie jenen, die noch im Dreck der Welt warten,
auf dass sie wiedergeboren werden. Ich bin Sebastiano di Ravello. Ich bringe allen die neue. Nun hat er Sendepause. Wir haben noch eine Statue. Ah, schade. Was ist denn jetzt los? Ging nicht? Erst. Wir es hinter uns. Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. An alle Einheiten. Finde den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Ich versteck mich mal ganz kurz. Aber hier muss auch irgendwo was sein, ne? Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ravioli-Band, okay. Machen wir später. Wie gesagt, ich mache dann später mal eine Folge, wo wir nur die Fragezeichen abklappern. Person ist entkommen. Zurück auf eure Posten. Mach mal. Und da ist auch die Statue. Die ist schön. Vergesst nicht die Korruption von früher. Odysseia, vereinnahmt von Gericht. Er ist wie ein echter Superheld. Nächstes Mal etwas mit weniger Schnurrbart. Jetzt ist es nur noch Rebellen rufen. Dafür, dass sie da so in den Wald rein, mitten in die Dinger reinrennen. Bitte kommen. Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen. Ja, haben wir. Die Nase gejuckt. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Alter, bist du nur bescheuert. Ich bin sowas von bereit. Feindaktivität. Du musst auch in dem Moment nachladen, ne? So, wo müssen jetzt eigentlich die blöde Fahne hissen? Ach, da! Verstärkung ist unterwegs. Die brauchst du nicht mehr. Zu spät. Yay! Ich würde sagen, das soll doch was reichen. Ups. Wenn Sie mit Ihrem Besuch von Costa del Porto bis zum Abzug der DRM warten wollten, haben Sie Glück. Rico Rodriguez hat die Truppen des Generals aus der Stadt gejagt. Weiter so, Rebellen! Ja.
Ja, machen wir mal ein bisschen Blödsinn. Ups. Sorry, wollte ich nicht. Hey. Haben wir den hier angezeigt? Es muss für einen Unfall aussehen, okay? Will ich nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen heute mal eine kleine kürzere Folge. So, hüpf. Mit diesem schönen Ausblick hier. Ja, das ist ein schöner Ausblick. Stell dich mal so hin, Rico. Richtig. Und tschüss. So. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.